Willkommen beim ADAC Fahrbericht, heute mit dem neuen Cupra Formentor. Der Formentor war das erste reine Cupra-Modell, also kein Seat, der überarbeitet wurde, sondern ein Fahrzeug, das rein für Cupra entwickelt wurde und hat vor allen Dingen extrem zum Erfolg der Marke beigetragen. Jetzt gibt es für das Fahrzeug ein umfassendes Facelift und das beinhaltet nicht nur das Exterior-Design, sondern natürlich auch die Technik im Fahrzeug und auch neue Motoren sind mit an Bord. Wir wollen uns heute mal anschauen, was der neue Formentor so zu bieten hat. Wir sprechen natürlich über die Antriebe, wir sprechen über die Assistenz- und Sicherheitssysteme und das Infotainment, reden aber auch über Themen wie zum Beispiel das Platzangebot, das Kofferraumvolumen, die Fahreigenschaften und vieles, vieles mehr. Solltet ihr noch Fragen zum Fahrzeug haben, die im Video nicht beantwortet werden, dann schreibt bitte einfach einen Kommentar. Aber jetzt bleibt dran, denn jetzt geht's ab auf die Straße im neuen Cupra Formentor VZ. Unser Testwagen wird angetrieben von einem 2 Liter 4-Zylinder Turbobenziner und der leistet hier bei uns bis zu 245 kW bzw. 333 PS und bietet uns bis zu 420 Newtonmeter maximales Drehmoment. Die Kraft wird bei uns über ein 7-stufiges Doppelkupplungsgetriebe auf alle vier Räder übertragen, denn wir haben den sogenannten 4Drive Allradantrieb mit an Bord und so ausgestattet soll unser Formentor in nur 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit, die wird abgeregelt bei 250 km pro Stunde. Einen offiziellen Verbrauchswert für unser Fahrzeug gibt es noch nicht, da diese Motorisierung erst später im Jahr auf den Markt kommt. Aber natürlich schauen wir zum Ende unserer Probefahrt nochmal nach, was unser Fahrzeug während der Fahrt verbraucht hat, beziehungsweise was es anzeigt, dass es verbraucht hat. Bei den Maßen des Cupra Formentor ist nicht viel passiert und so ist unser Fahrzeug 1,84 Meter breit. Wo aber viel passiert ist, das ist beim Design an der Front. Wenn wir uns zum Beispiel den oberen Bereich anschauen, hier haben wir das große Cupra-Logo in Kupfer. Und gehen wir weiter runter, dann sehen wir hier einen starken Einzug, also die sogenannte Shark Nose wird nochmal stärker betont. Darunter dann einen schmalen Lufteinlass, dann Teil des Stoßfängers in glänzendem Schwarz und unten nochmal einen großen Lufteinlass. Dann haben wir hier sehr schöne Kontraste mit unserer Mattlackierung und dem glänzenden Schwarz. Das gilt auch hier für den zusätzlichen Lufteinlass und auch für den Lufteinlass an der Seite, die einfach das Auto nochmal breiter auf die Straße stellen. Gehen wir tiefer, dann haben wir hier vorne eine sehr schön scharf gezeichnete Abrisskante, auch die bei uns in glänzendem Schwarz gehalten. Bereits in der Basis gibt es beim Fahrzeug Voll-LED-Scheinwerfer. Optional gibt es auch Matrix-LED-Licht. Was aber wichtiger ist, ist das neue Design. Und wir haben hier eine sehr schöne Dreiecksoptik bezogen auf das Tagfahrlicht. Das sorgt einfach dafür, dass dieser Cupra von vorne jetzt wirklich diese neue Markenidentität auch beim Licht spielt. Gehen wir an die Seite des Fahrzeugs, dann finden wir in der Basis schon 18 Zoll Aluräder. Aktuell kann man bis zu 19 Zoll bestellen. Die haben wir auch hier montiert. Ich finde, das reicht grundsätzlich komplett aus. Insgesamt ist unser Formentor 4,45 Meter lang, hat einen Radstand von 2,68 Meter und eine Höhe von nur 1,51 Meter. Und das sorgt schon mal für vernünftige Proportionen. Wichtiger bei diesem Auto ist aber ganz klar, was er im Detail zeigt. Denn der Formentor hat nach wie vor diese super lange Motorhaube, hat die extrem flache Frontscheibe und dann eine Dachlinie, typisch für ein SUV-Coupé, die schön leicht nach hinten abfällt und hier mit diesem riesigen Dachkantenspoiler endet. Und diese Optik wird nochmal betont durch die hohe Schulter, die flache Fenstergrafik. Und bei uns haben wir auch hier wieder glänzend schwarze Fensterrahmen ab der B-Säule, abgedunkelte Seitenscheiben und dann hier hinten diesen schönen Schwung, der das Auto einfach im Stand schon nach vorne katapultiert. Außerdem ganz wichtig hier die breit ausgestellten hinteren Radhäuser. Dass es ein SUV-Coupé ist, sehen wir eigentlich an nur sehr wenigen Dingen, wie zum Beispiel hier den Rathausbeplankung vorne und hinten und auch dem seitlichen Schweller. Bei uns alles in glänzendem Schwarz gehalten, sorgt einfach dafür, dass der Wagen ein bisschen mehr Robustheit zeigt, aber trotzdem seine Sportlichkeit nicht verliert. Wenn wir dann ans Heck gehen, da ist auch wieder viel passiert. Wir haben, wie gesagt, den großen Dachkantenspoiler, darunter eine fast schwarze Heckscheibe. Dann hier diese Abrisskante ist jetzt ein durchgehender Leuchtleiter, der rechts und links in den Heckleuchten endet, die übrigens auch in der Basis in LED ausgeführt sind. Auch hier wieder diese typische Dreiecksoptik, die wir sehen. Und in der Mitte des Leuchtleiters gibt es nochmal ein beleuchtetes Cupra-Logo. Auch das am Heck ganz klar der Hingucker. Darunter haben wir dann wieder einen leichten Einzug und dann kommt der Stoßfänger bei uns komplett in glänzendem Schwarz. Und was hier der echte Hingucker ist, ist die doppelflutige Auspuffanlage auf beiden Seiten, denn wir haben die Akrapovic-Auspuffanlage mit an Bord, die leider nur optional und damit gegen Aufpreis zu erhalten ist. Und jetzt meine Frage, ich finde, der Formentor steht noch mal sportlicher da als vorher, aber was haltet ihr von der Überarbeitung? Ist das gelungen oder hättet ihr vom neuen Formentor mehr erwartet? Schreibt doch mal einen Kommentar, damit wir alle wissen, wie euch das Exterieur des Formentor Facelift gefällt. Unser Formentor hat ein angegebenes Leergewicht von rund 1650 Kilogramm, ist damit nicht super leicht, aber
Wir haben ja den Vierzylinder an Bord mit bis zu 333 PS. Wir haben einen Allradantrieb dabei und wir haben auch noch den Torx-Splitter, der dafür sorgt, dass auf der Hinterachse zwischen den Rädern die Kraft so verteilt wird, dass das Fahrzeug optimal auch durch die Kurve kommt. Und wenn wir jetzt im Normalfahrmodus, also im sogenannten Komfortmodus, einfach mal durchtreten, dann braucht er einen Moment, aber dann geht er sehr ordentlich und zügig vorwärts. Wir haben aber auch die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Fahrmodi zu wählen. Und das geht zum Beispiel am Lenkrad. Wenn ich jetzt einfach mal auf die Cupra-Taste drücke, wechseln wir in den Performance-Mode. Und damit weiß das Auto, was wir vorhaben. Denn wenn ich jetzt drauf trete, wird er nicht nur lauter, sondern reagiert auch schneller und zieht natürlich sehr schön zügig los. Wir können auch noch weitergehen, nämlich dann in den sogenannten Cupra-Modus. Das Auto ist quasi noch ein bisschen stärker vorgespannt und wir hören jetzt schon, dass unser Fahrzeug anders schaltet und einfach die Drehzahl oben hält, was natürlich dafür sorgt, dass wir viel schneller das Ansprechverhalten haben, das Auto einfach viel agiler und auch flotter vorwärts geht und das merken wir im gesamten Fahrzeug. Und darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, wenn wir einen angepassten Fahrmodus nutzen wollen, der nennt sich Individual, da können wir die unterschiedlichsten Bereiche auf unsere Wünsche anpassen. Es gibt einen Offroad-Modus und es gibt auch noch einen sogenannten Drift-Modus, den wir aber nur auf abgesperrten Strecken nutzen sollten. Zumindest ist das das, was Cupra vorgibt. Ich bin die meiste Zeit im sogenannten Komfortmodus unterwegs gewesen. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist, das Auto ist dann leise, komfortabel, aber trotzdem noch sportlich zu fahren. Und wenn ich umschalte eben auf den Performance- oder Cupra-Modus, habe ich wirklich ein Auto, das sich auch Cupra-typisch bewegen kann. Und damit habe ich eine sehr schöne Bandbreite zwischen ganz entspannten Cruisen bis hin zu doch sehr sportlich unterwegs sein. Klar, ein SUV wird nie ein Rennwagen, aber für ein SUV-Coupé ist er wirklich sehr ordentlich unterwegs. Und was wir zum Beispiel auch merken, zum Beispiel auch jetzt mal im Performance-Modus, er spricht nicht nur gut an und hört sich gut an, auch dank der Akrapovic-Auspuffanlage, sondern der Wagen ist gut zu handeln. Wir haben eine Lenkung, die ist sehr schön direkt, die bietet eine vernünftige Rückmeldung. Wir haben eine Bremse, die ist gut zu dosieren. Wir haben ein Fahrwerk, das einen guten Job macht, denn der Wagen liegt immer sehr schön satt auf der Straße. Der neigt sich nicht groß, der wankt nicht, vermittelt immer ein gutes Gefühl. Auch jetzt hier eine scharfe Kurve ist einfach sehr, sehr gut zu handeln und macht wirklich Spaß, auch wenn man immer ein bisschen flotter fährt. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist genau das, was ich von dem Cupra erwarte. Ich kann den Wagen einfach entspannt fahren oder kann so wie jetzt den Sound und den Motor und auch das Fahrwerk einfach mal genießen. Und deswegen gibt es von meiner Seite für den Fahreindruck vom Auto, nicht nur was das Geräusch angeht, definitiv einen Daumen nach oben. Für den neuen Formentor wird es bis zu 8 unterschiedliche Antriebsvarianten geben und das sind ein Diesel, 5 Benziner und 2 Plug-in-Hybride. Die Fahrzeuge leisten zwischen 150 bis rauf zu 333 PS. Das wäre dann die Top-Version im Formentor VZ mit dem 2 Liter Turbobenziner, also das Fahrzeug, das wir aktuell fahren. Spannend ist, es gibt einen neuen Mild-Hybrid mit einem 1,5 Liter Motor und es gibt auch einen größeren Plug-in-Hybrid, der dann nämlich im System bis zu 272 PS bietet. Spannend außerdem bei den Plug-in-Hybriden ist, sie können jetzt schnell geladen werden, das heißt mit bis zu 50 kW Gleichstrom am Schnelllader und sie sollen deutlich über 100 km rein elektrische Reichweite bieten. Die Fahrzeuge fahren bei den kleineren Modellen immer mit Frontantrieb vor, die Top-Versionen haben Allrad an Bord und geschaltet wird je nach Motorisierung mit einem 6-Gang-Handschaltgetriebe oder einem 6- oder 7-stufigen DSG. Was es nicht geben wird, das ist ein VZ5, also der 5-Zylinder. Auf den müssen wir leider zukünftig zumindest vorerst verzichten. Der Innenraum unseres Formentor ist, ich würde mal sagen, Cupra-typisch. Schauen wir uns die Tür an. Dann ist die hier im oberen Bereich, soft. Dann gibt es einen Einleger hier mit dem Türöffner. Das ist Kunststoff, sieht aber gut aus. Darunter finde ich dann den Innenbereich der Tür, der ist wieder gepolstert. Habe hier bei uns vom Sennheiser Soundsystem den großen Lautsprecher. Es gibt eine weiche Armauflage, einen Türgriff mit einer sehr schön gearbeiteten Ziernaht und erst unten bei den Ablagen, da finde ich dann tatsächlich Hartplastik. Schaue ich mir das Armaturenbrett an, da habe ich eine komplett bespannte Oberfläche, habe dann hier eine sehr schön gearbeitete Ziernaht, natürlich Kupferfarben, Cupra typisch. Davor gibt es dann eine Oberfläche, die ist strukturiert, die wirkt metallisch, ist aber Kunststoff. Und dann das Handschuhfach, das besteht natürlich aus Kunststoff. Gehe ich in die Mittelkonsole, dann finde ich hier im oberen Bereich eine Bespannung unten
finde ich dann wieder Hartplastik, macht aber insgesamt einen guten Eindruck, zumal wir hier in der Mitte auch noch so eine metallische Spange haben, um diesen kleinen Joystick für die Fahrprogrammwahl, und der restliche Teil der Bedienelemente, der ist matt schwarz, aber insgesamt macht das wirklich einen guten Eindruck. Das Lenkrad ist für mich einer der Hingucker, nicht nur das große kupferfarbene Logo in der Mitte, sondern vor allen Dingen auch der Lenkradkranz, denn der ist schön weich, der ist griffig, der hat eine sehr schön gearbeitete Ziernaht und macht einfach richtig was her. Darüber hinaus gibt es hier dann auch noch die beiden Satelliten, nämlich einmal zum Starten des Motors und dann auf der linken Seite noch die Cupra-Taste für die Wahl der unterschiedlichen Fahrprogramme. Die restlichen Bedienelemente, die sind in matt-schwarz ausgeführt. Dann haben wir hier wieder so eine Kunststofffläche, die ein bisschen metallischen Look hat und die das Lenkrad nochmals aufwertet. Die Sitze bei uns, die sogenannten Bucket Seats, also die echten Sportsitze, sind ganz klar der Hingucker im Auto. Nicht nur, dass wir da sehr schöne Oberflächen haben, wir haben super gearbeitete Ziernähte, haben eine sehr große seitliche Wange. Das macht einfach einen richtig guten Eindruck und sorgt eben für genau diese Sportlichkeit, die man sich von so einem Formentor wünscht. Und deswegen gibt es für den Innenraum vom Cupra Formentor VZ, so wie wir ihn fahren, definitiv einen Daumen nach oben. Das Platzangebot hier vorne im Fahrzeug ist auch für große Menschen absolut okay. Ich bin 1,95 Meter lang, sitze aufrecht im Wagen und habe über dem Kopf noch Platz. Ich habe richtig viel Platz für die Beine, genug Platz um die Schultern, kann das Lenkrad perfekt einstellen und sitze grundsätzlich gut. Und ein Grund dafür, dass ich so gut sitze, sind ganz klar bei uns diese Sportsitze, die wir mit an Bord haben. Die bieten extrem viel Seitenhalt, bieten trotzdem guten Komfort, und auch die Kopfstütze ist, finde ich, völlig in Ordnung, auch für größere Personen, obwohl sie nicht verstellbar ist. Wie viel Platz dieser Formentor auf der Rückbank bietet, wenn jemand wie ich hier vorne sitzt, das schauen wir uns gleich bei einem Zwischenstopp an. Dann finden wir noch mal raus, wie viel Platz unser Formentor auf der Rückbank bietet. Meinen Sitz habe ich natürlich nicht verstellt, wie wir sehen können. Ja, eigentlich sollte es passen. Wie man sehr schön sehen kann, ich habe eine Handbreit Platz für meine Knie, also wirklich mehr als genug. Selbst unterm Sitz ist noch Raum über, und ja, am Kopf wird es ein bisschen knapp, aber es ist mehr als genug Raum. Selbst für einen großen Mensch wie mich auf der Rückbank hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ist wirklich komfortabel, auch für einen großen Menschen hinter einem großen Menschen. Zur Basisausstattung im Cupra Formentor gehört unter anderem ein Sport-Multifunktionslenkrad, Sportsitze, Apple CarPlay, Android Auto, beides kabellos. Es gibt eine induktive Ladeschale, aber zum Beispiel auch das voll digitale Cockpit oder das große Touchscreen fürs Infotainment sind immer mit an Bord, genauso wie auch die 3-Zonen-Klimaautomatik, um nur einige der Ausstattungsmerkmale zu nennen. Man kann natürlich mehr bekommen, das geht über höhere Ausstattung, Einzeloptionen oder aber auch Pakete. Und da sind dann Dinge dabei, wie zum Beispiel das große Panoramaglasdach. Es gibt, wenn man es möchte, eine Soundanlage von Sennheiser. Man kann hier die Sportschalensitze bestellen. Es gibt zum Beispiel aber auch Sitze mit Memory-Funktion, die beheizbar sind. Wer möchte, kann die Akrapovic-Auspuffanlage bestellen und viele weitere Extras, um diesen Formentor einfach ein bisschen mehr zu individualisieren und auch noch aufzuwerten. Und damit muss man auch nach dem Facelift im Grunde genommen auf nichts verzichten. Man muss im Zweifelsfall für die Besonderheiten eben extra bezahlen. Jetzt schauen wir uns mal das Infotainment und das Cockpit unseres Formentor an. Da ist nämlich einiges passiert. Wir haben vor uns ein voll digitales Cockpit mit der Bildschirmdiagonale von 10,25 Zoll. Und das empfängt uns in der Basisansicht mit zwei angedeuteten Rundinstrumenten. Wir haben in der Mitte ein Zusatzfeld mit weiteren Informationen, können aber auch die Informationen in den Rundinstrumenten noch anpassen. Wichtig hier ist, es gibt eine View-Taste am Lenkrad. Wenn ich auf die drücke, dann habe ich eine andere Ansicht. Da reduzieren sich die Rundinstrumente, die Mitte wird hervorgehoben. Oder ich kann zum Beispiel auch komplett reduzieren, sodass es alles ein bisschen leichter wirkt. Es gibt aber bei uns auch die sportliche Variante mit dem großen Drehzahlmesser in der Mitte. Einfach etwas fürs Fahren. Gefällt mir persönlich am besten. Dann habe ich, wie gesagt, in der Mitte ein Zusatzdisplay, mit dem ich weitere Informationen einblenden kann. Aktuell sind das die Assistenzsysteme. Ich kann aber durchs Drehen am Rad auch zum Beispiel die letzten Fahrinfos sehen. Ich kann die Karte anzeigen lassen oder eben wieder zurück zu den Assistenten gehen. Dann kann ich, wie gesagt, in den Rundinstrumenten die Inhalte auch noch verändern. Das geht über diese Pfeiltasten hier oben. Ich gehe nach rechts und kann dann durchs Drehen am Lenkrad mir da auch noch unterschiedlichste Dinge anzeigen lassen, wie zum Beispiel auch ein G-Meter, wenn ich möchte, oder Informationen von Apple CarPlay oder den Kompass
oder Ähnliches. Und das Gleiche gilt mit dem Klick nach links. Auch da wieder fürs Rundinstrument, da sind dann Fahrdaten drin. Da habe ich aber zum Beispiel auch die Temperaturen im Fahrzeug oder zum Beispiel auch die Leistung und das Drehmoment, was ich mir hier anzeigen lassen kann, sodass ich mir auch dort wirklich genau das aussuchen kann, was ich gerade während der Fahrt sehen möchte. In der Mitte finden wir jetzt einen 12,9 Zoll großen Touchscreen für die Bedienung des Infotainment-Systems. Der empfängt uns mit einem klassischen Startbildschirm. Wir haben hier die große Karte, haben zwei zusätzliche Einklinker. Die können wir allerdings anpassen, indem wir einfach länger draufdrücken. Da können wir uns dann aussuchen, was wir hier gezeigt haben wollen, sodass das auch für uns anpassbar ist. Gefällt mir persönlich wirklich gut. Wir können aber natürlich zum Beispiel auch sagen, wir wischen einfach mal. Dann gibt es einen weiteren Startbildschirm mit mehr Daten hier einfach zu unserem Fahrzeug, Informationen über die letzte Fahrt, sodass man sich da auch sofort auf den aktuellsten Stand bringen lassen kann. Dann haben wir hier oben Shortcuts. Das ist die Ansicht, die wir gerade sehen. Wir können aber auch auf die Kacheloptik klicken. Dann sehen wir quasi den gesamten Funktionsumfang unseres Fahrzeugs, also relativ viele Dinge, wo wir draufklicken und mit denen wir arbeiten können. Haben aber auch, und das gefällt mir persönlich gut, hier oben eine Shortcut-Leiste. Und auch die können wir anpassen, das heißt aber länger draufdrücken und schon können wir genau wählen, was wir hier sehen wollen. Und wichtig bei uns ist, Apple CarPlay ist immer mit an Bord und zwar kabellos. Finde ich persönlich richtig praktisch, funktioniert super sauber und feilschnell. Und wir können zum Beispiel auch hier draufklicken, um die Einstellung des Fahrzeugs vorzunehmen. Wichtig hier das Thema Fahrassistenzsysteme. Wenn wir nämlich hier mal draufklicken auf die Smart Assist, dann sehen wir, es gibt relativ viele Möglichkeiten hier, das Fahrzeug auf die eigenen Wünsche oder Vorlieben anzupassen. Und das gilt auch für das Thema Fahrerwarnung. Auch hier haben wir die Möglichkeit, vernünftig den Wagen auf unsere Bedürfnisse einzustellen. Dann gibt es hier weiterhin noch das Thema Fahrzeug. Da geht es um die Basiseinstellung außen und innen. Das ist sehr schön aufbereitet, einfach zu bedienen, absolut intuitiv. Es gibt den Fahrzeugstatus. Schön ist, wir sehen, es ist alles in Ordnung. Und es gibt hier noch die letzten Fahrdaten ab Start, die Langzeit oder ab Tanken. Also auch da viele Informationen. Natürlich haben wir eine Navigation mit an Bord, die sauber funktioniert. Wir können auch hier die große Kartenansicht nutzen. Auch das ist nicht wirklich neu. Was neu ist, ist der Bereich hier unten. Denn diese Leiste kennen wir schon mit der Klimasteuerung links und rechts. Aber dieser Bereich ist jetzt beleuchtet. Das war bei älteren Modellen nicht der Fall, war bei der Nachtfahrt einfach nicht optimal. Darüber hinaus haben wir hier oben noch die Temperaturanzeige und zum Beispiel hier den Bereich Klima, wo wir sehr schnell einstellen können, was die Klimaanlage gerade für uns tun soll. Weitere Bedienelemente finden wir hier nicht. Was es leider auch nicht gibt, ist ein Drehregler für das Thema Lautstärke. Das geht nur über diesen Wischer oder über zum Beispiel das Drehrad am Lenkrad. Aber insgesamt bietet uns das System wirklich einen großen Funktionsumfang. Das ist super auf die eigenen Bedürfnisse anpassbar und hat während unserer Fahrt wirklich einwandfrei und vor allen Dingen auch schnell funktioniert. Immer mit an Bord im Formentor sind unter anderem Dinge wie ein Notbremssystem. Es gibt eine Müdigkeitserkennung, aber zum Beispiel auch ein Tempomat, eine Verkehrszeichenerkennung oder aber die Einparkhilfe vorne und hinten gehören zum Basisumfang, um nur einige der Systeme zu nennen. Man kann mehr bekommen und das sind dann Dinge wie zum Beispiel eine Rückfahrkamera oder eine 360-Grad-Rundumsicht. Es gibt fürs Fahrzeug aber auch ein Totwinkelwarner oder zum Beispiel einen Stauassistenten und natürlich den Travel Assist, der dann unter anderem auch den adaptiven Tempomaten und auch eine adaptive Spurführung umfasst und damit einfach das Fahren auf der Langstrecke nochmal entspannter werden lässt. Und so haben wir bereits in der Basis schon mehr als die notwendigen Assistenzsysteme an Bord bekommen, aber gegen Aufpreis nochmal einiges dazu, wenn wir es wünschen, was das Fahren dann nochmals komfortabler und auch nochmal sicherer macht. Wir sind jetzt mal auf die Autobahn gefahren, um zu schauen, wie sich hier unsere Assistenzsysteme denn so schlagen. Wir haben jetzt mal den Travel Assist aktiviert. Das heißt, unter anderem aktiv ist der adaptive Tempomat und auch die adaptive Spurführung. Was wir feststellen, wenn wir die Hände vom Lenkrad nehmen, der Wagen bleibt schön in der Spurmitte. Der Abstand zum Vordermann wird vernünftig eingehalten. Wenn ich jetzt mal die Spur wechsle, dann beschleunigt er auch relativ zügig wieder los, sodass wir da nicht groß eingreifen müssen, wenn wir diese Systeme nutzen. Das ist definitiv ein großer Vorteil auf der Langstrecke, einfach ein großes Komfort-Plus. Das maximale Kofferraumvolumen für unseren Formentor, das wird angegeben mit bis zu 420 Litern bei aufgestellter Rückbank. Klappt ihr die Rücksitze komplett um, was hier geteilt möglich ist, dann sollen daraus bis zu 1475 Liter werden. Schauen wir uns den Kofferraum im Detail an, dann stellen wir fest, wir haben einen Absatz von der Ladekante zum Ladeboden, das sind ca. 10 cm. Der Ladeboden als solcher ist aber eine komplett ebene Fläche. Wir können ihn auch anheben und finden darunter noch ein paar kleine Ablagefächer. Viel Raum ist dort allerdings nicht. Dafür gibt es rechts und links vom Ladeboden noch mal kleine Stauräume, wo man
mal Dinge unterbringen kann, die auch bei einem leeren Kofferraum dann nicht durch die Gegend fliegen. Wer möchte, kann mit dem Fahrzeug einen Anhänger ziehen. Die maximal gebremste Anhängerlast, die wird angegeben mit bis zu 1700 Kilogramm bei bis zu 12% Steigung gebremst. Die maximale Stützlast der optionalen Anhängerkupplung, die beziffert Cupra mit bis zu 80 Kilogramm. Zum Ende unserer Fahrt schauen wir jetzt noch mal, wie versprochen, auf das Thema Verbrauch. Wie wir uns erinnern, es gibt noch keine offiziellen Werte fürs Fahrzeug, weil er erst später im Jahr zu bestellen ist. Aber wir schauen natürlich, was er verbraucht hat, zumindest laut Anzeige. Wir sind jetzt rund 135 Kilometer gefahren und beim Blick ins Cockpit sehen wir, 12,4 Liter ist das, was das Fahrzeug anzeigt. Das ist natürlich kein Bestwert, aber wir sind den Wagen zwischendurch auch wirklich mal ein bisschen sportlicher gefahren, haben die Leistung auch mal abgerufen und damit ist das für mich völlig in Ordnung. Ich habe schon mehr als einen Cupra besessen und weiß daher, dass wenn ihr dieses Fahrzeug ruhig bewegt, dann liegen die Werte laut Anzeige auch eher so um die 10 Liter. Also auch das ist möglich, aber ihr könnt natürlich, wenn ihr permanent nur unter Feuer seid, den Wert auch sehr wohl Richtung 15 Liter und darüber hinaus treiben. Wenn ihr aber einen Cupra kauft, dann wisst ihr vorher, was ihr kauft. Ihr wollt ein Auto haben, gerade bei dieser Motorisierung, das einfach ein bisschen sportlicher ist. Und wenn ihr eben diese Sportlichkeit abruft, ist das einfach der Preis, den ihr an der Tankstelle dann bezahlen müsst. Wenn ihr das nicht wollt, gibt es ja alternativ zum Beispiel auch den Plug-in-Hybrid oder eben den Diesel oder den kleineren Benziner. Da sehen die Verbrauchswerte definitiv anders aus. Wichtig ist aber noch der Hinweis, diese Werte hier, die sind abgelesen und sind nicht gemessen. Es wurden leider noch nicht alle Preise für den neuen Formentor kommuniziert. Es gibt einen Einstiegspreis und zwar für den neuen ETSI, also den 150 PS starken Mildhybrid. Und der liegt aktuell bei 42.145 Euro, sicherlich kein Kleingeld, aber es sollen ja noch günstigere Varianten kommen. Und dann gibt es auch einen Preis für den neuen großen Plug-in-Hybrid, also den mit 272 PS Systemleistung. Der liegt allerdings dann bei über 52.500 Euro, also da definitiv kein Schnäppchen. Leider gibt es auch noch keinen Preis für unser Fahrzeug. Aber ich hoffe, dass Cupra da bald nachbessert. Ich bin mir jedoch sicher, dass er nicht günstiger wird als die vorherige Top-Motorisierung. In den Türen hier vorne auf der Fahrer- und Beifahrerseite, da finde ich vernünftig dimensionierte Ablagen. Da passt auf jeden Fall das Notwendigste für den Alltag hinein. Schaue ich in die Mittelkonsole, dann gibt es hier vorne ein leicht schräges Fach. Da finde ich unter anderem das induktive Laden, aber es gibt dort auch zwei USB-C-Anschlüsse. Gehen wir ein Stück zurück, dann gibt es rechts und links von unserem kleinen Joystick zwei kleine Ablagen. Dahinter dann zwei Becherhalter und dann kommt hier die Mittelarmlehne. Die kann ich verstellen und zwar in der Höhe und auch nach vorne und hinten schieben. Und darunter, da finde ich nochmal ein vernünftig dimensioniertes Ablagefach. Zusätzlich gibt es hier vorne dann auch ein normal großes Handschuhfach. Und wenn ich auf die Rückbank schaue, dann finde ich dort natürlich Ablagen in den Türen. Ich finde in der herunterklappbaren Mittelarmlehne zwei Becherhalter und auf der Rückseite meiner Mittelkonsole dann auch nochmal USB-Anschlüsse für die Passagiere im Fond. Das war der ADAC-Fahrbericht zum neuen Cupra Formentor Facelift. Und wenn wir uns das Auto von außen anschauen, finde ich, dass der Wagen jetzt noch mal ein bisschen aggressiver, aber vor allen Dingen deutlich moderner aussieht. Und auch dieses Thema Lichtinszenierung gefällt mir jetzt noch mal besser. Schauen wir rein, dann finden wir tatsächlich einen Platz, der einfach zum Fahren einlädt. Und das Fahren mit dem Auto macht wirklich Spaß. Natürlich vor allen Dingen in der von uns gefahrenen Top-Motorisierung mit 333 PS. Aber auch sonst einfach ein Auto, das Spaß macht. Und das einzige Haar in der Suppe ist vielleicht der aktuelle Einstiegspreis mit über 40.000 Euro. Nicht niedrig, aber ich denke, mit den kleineren Motorisierungen wird da noch ein bisschen was passieren. Nichtsdestotrotz, mein Tipp, such dir ein SUV-Coupé, das Spaß macht, das modern ist, das auffällt, dann fahrt den neuen Formentor auf jeden Fall mal Probe. Mich würde sehr freuen, wenn euch das Format gefällt. Wenn das ist, lasst gerne ein Abo und oder ein Like da, denn dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten ADAC-Fahrbericht. Habt ihr noch Fragen zum Fahrzeug? Schreibt bitte einfach einen Kommentar oder schaut euch um auf adac.de, denn da gibt es Infos zu fast allen Fahrzeugen.